Sollen wir mal gucken, das müsste doch jetzt eigentlich klappen. Yeah. Und jetzt die Pergamentschnipsel. Wenn ich das Harz ganz vorsichtig über die Pergamentschnipsel streiche. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Vorsichtig! Oh, und es ist sogar ganz. Ich dachte, ich müsste jetzt. Es hat geklappt. 5 Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken soll, steht leider nicht dabei. Genauso wenig, wie die einzelnen Bestandteile zu bekommen sind. Ja, das klingt auch sehr sinnig irgendwie. Fällt mir gerade ein, habe ich irgendwas im Tagebuch? Ja, anscheinend schon. Vergangenheitsbewältigung. Tunguska-Region. Die Stelle, an der sich vor fast 100 Jahren die Tunguska-Katastrophe ereignete, müsste ganz in der Nähe sein. Demnach war auch Ninas Vater auf einer Expedition hier. Aber wo genau? Vielleicht bringt die Spurensuche in der Vergangenheit etwas Licht ins Dunkel der Gegenwart. Na super. Na komm, jetzt können wir hier erstmal Feuer machen. Damit das erstmal schön warm hat, der Gute. So. Na, das ist doch schön, oder? Sag doch mal. Jo. Und nu? Was machen wir jetzt? Fünf Teile Quell des Lebens, 2 Teile Wurz der Tränen, 1 Teil Blut der Nacht, 3 Teile Tropfen des Rausches. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirken... Okay, Tropfen des Rausches kann ich mir schon vorstellen. Das ist Wodka. Blut der Nacht wäre hier. Quell des Lebens ist eigentlich immer Wasser. Kann ich da was... Nee. Können die was trinken? Auch nicht. Ja. Nur wie kriege ich das Wasser jetzt mit? Den Quell des Lebens? Was ist das jetzt? Kein Schwefel mehr? Die Schwefelschwaden sind verschwunden, nur der Gestank ist geblieben. Okay. Ja, außer den Tomatenstrauch. Was soll ich mit verdorrtem Kraut? Was weiß ich? Grab's aus. Gräbst du sonst alles aus? Wie kriege ich denn jetzt Wasser? Hier, komm, das packen wir erstmal wieder darauf. So. Dann sieht's hier doch fast aus wie vorher. So. Tja, Ketchup. In die Flasche. Nee. Soll ich das dem gleich geben? Tja. Ja, Medizin machen. Enzian. Nussknacker. Nein. Anscheinend will der. Nein, ich wollte es ja auch nicht nehmen. So. Kann ich die Flasche knacken? Auch nicht. Ah. Kann ich das Tier vielleicht betäuben? Nee, geht auch nicht. Aber selber trinken kann ich auch nicht. Weggießen kann ich es auch nicht. Wo soll ich das denn abfüllen? Bevor ich hier nicht... Ja, ist da dann doch noch irgendwas? Wenn ich jetzt die Tasse noch gehabt hätte, könnte ich vielleicht ein bisschen was in die Tasse füllen, aber... Tja... Aber ich habe die Tasse nicht mehr, also muss ich jetzt irgendwie anders ran. Vielleicht muss ich das so? Nee. Da ist eine Flasche, aber die kann ich nicht nehmen. Hier. Der Alte braucht offensichtlich eine etwas speziellere Medizin. Wodka allein wird wohl ausnahmsweise nicht helfen. Ja, aber es ist Bestandteil. Hier, probier mal, leck mal an der Schaufel. Ist Erde dran. Ich könnte damit die Zwiebel auspressen, aber da läuft mir dann der ganze Saft daneben. Ah, okay. Ja, ich hätte ja gerne die Tasse genommen, aber die Tasse ist ja nicht mehr da.
kann ich auch nirgendwo auskippen. Selber trinken ist auch nicht. Ach, Moment. Jetzt sag nicht, ich kann das an dem verdorrten Strauch auskippen. Nee. Das wäre es jetzt auch gewesen. Kann ich es ins Loch schütten? Nee. Da geht's aber... Nee, geht's nicht noch weiter. Nee. Anzünden kann ich's nicht. Ketchup geben kann ich auch nicht. Wodka geben nicht. Ausgraben nicht. Das nicht. Und das auch nicht. Das kann ich grundsätzlich mit nichts der... Nee, okay. Ja. Komm, kippen wir es ins Loch. Aber das hatte ich ja schon versuchen wollen. Das, was man hier in der Region offenbar als allumfassende Erste-Hilfe-Maßnahme ansieht. Anscheinend. Achso, konnte ich das... Nee, zum Nussknacker konnte ich es nicht hinstellen. Aber konnte ich das nicht... In die Tränke? Nee, ins Fass? Nee. Nun bin ich etwas aufgeschmissen. Weil ich die Tasse nicht mehr habe. Tja. Nuschknacker. Willst du das nicht wirklich nicht? Der Alte braucht auf. Väterchen, wach auf. Ach so, okay. Ist das hier das Rezept für deine Medizin? Scheint tatsächlich das Rezept zu sein. Ach. Der Alte will wohl, dass ich es in der Fiole zubereite. Ich sollte mich mit der Herstellung der Medizin beeilen. Lange hält er nicht mehr durch. Ach so, oh, jetzt hab ich was bekommen, okay. Ein paar Tropfen des Rausches. Bisschen Ketchup? Ketchup besteht aus Tomaten. Tomaten sind Nachtschattengewächse. Könnte also durchaus hinkommen mit dem Blut der Nacht. Ich probier's mal. Dann brauche ich noch Wasser. Sinnigerweise. So. 5 Teile vom Quell des Lebens. Habe ich. Check. So, und jetzt stellen wir das zum Nussknacker und können die Dings auspressen. So, das müsste die richtige Dosis sein. Gesetzt den Fall, dass mit dem Wurz der Tränen diese Zwiebel gemeint war. Werden wir ja sehen. Wir müssen es ja nicht trinken. Die Medizin ist noch nicht fertig. Nicht? 5 Teile Quell des Lebens. Jo. 2 Teile Wurz der Tränen. Jo. 1 Teil Blut der Nacht. Jo. 3 Teile Tropfen des Rausches. Mhm. Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Was das Ganze bewirkt... Okay, bevor es verdampft. Also es muss warm sein. Okay. Hätten sie auch hinschreiben können, dass es warm sein Hoffentlich kann. Fliegt mir das Gebräu nicht um die Ohren. Ich habe zwar keine Ahnung, wann das Zeug wirklich fertig ist, aber bevor es mir verdunstet... Verdunsten? Das ist es! Einzunehmen, kurz bevor es sich mit dem Wind vereinigt. Dann müsste die Medizin ja jetzt fertig sein. Na dann. Hätten sie auch einfach hinschreiben können. Naja, egal. Da, sauf! Trink, Väterchen. Das wird dir hoffentlich helfen. Und wenn dir Flügel wachsen, bin ich daran nicht schuld. Danke. Gern geschehen. Was ist passiert? Eine kleine Meinungsverschiedenheit mit den Wachen. Wachen? Von der Forschungsstation? Ja, ich habe... nicht so wichtig. Nicht so wichtig? Du wärst fast gestorben. Aber ich lebe. Und du bist nicht nur hier, um mir zu helfen, oder? Du hast Fragen. Ja, woher weißt du? Deine Augen verraten dich. Na toll. Die Augen verraten jeden. Und deine Augen... Ich kenne deine Augen. Vor langer Zeit waren sie schon einmal hier. Ich? Nein, mit Sicherheit nicht. Doch. Aber sie hatten nicht den Körper einer jungen Frau. Du bist die Tochter von... Wie hieß er doch gleich? Wladimir Kalenko? Du kennst meinen Vater? Ja, Wladimir war sein Name. Er kam damals zu mir, so wie du heute, mit den gleichen Augen. Okay. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du meinen Vater kanntest, dann kannst du mir auch sagen, was damals hier passiert ist. Ich bin nur ein Hirte. Ich war immer Hirte. Und ich werde es bis zu meinem Ende bleiben. Aber... Ich weiß, wo mein Platz im Leben ist. Und du solltest es auch wissen. Höre auf die Worte eines einfachen Mannes. Mein Sohn hat nicht auf mich gehört. Was meinst du? Du willst wissen, was hier vor fast 50 Jahren passiert ist und was heute hier passiert. Mein Sohn war auch neugierig.
Er wollte nicht auf mich hören. Er fand ein seltsames Metallstück im Wald. Und er stellte Fragen. Die falschen Fragen an die falschen Leute. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Es gibt Dinge, für die sind wir nicht bestimmt. Wenn wir das nicht verstehen... Väterchen, deine Worte mögen weise sein, aber mein Vater ist in Gefahr. Ich weiß nicht genau wieso, aber ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, deine Augen verraten es. Du bist wirklich genau wie dein Vater. Auch ihn hatte ich gewarnt. Auch er wollte nicht auf mich hören. Er hat das verfluchte Reich der Akti betreten. Jener Donnervögel, die seit dem Jahr der großen Katastrophe jedes Wesen mit endlosem Siechtum strafen. Dein Vater hat meiner Warnung keine Beachtung geschenkt und sein Begleiter musste teuer dafür bezahlen. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Und du sollst erfahren, wo dein Vater damals sein Lager aufgeschlagen hat. Folge dem nördlichen Pfad bis in die Sümpfe. Dann wirst du finden, wonach du suchst. Aber denk immer an meine Worte. Sei vorsichtig bei allem, was du tust. Hier passieren Dinge, die sich keiner vorzustellen vermag. Der Ewenke hatte recht. Die Stimmung hier ist wirklich seltsam. So unwirklich. Auch wenn vielleicht eine gute Portion Aberglaube mit im Spiel sein mag, ich fühle mich hier nicht wohl. Und dann diese Geschichte mit den Donnervögeln und dem endlosen Siechtum. Reiß dich zusammen, Nina. Du bist einfach nur übermüdet. Es gibt keine Donnervögel und jedes noch so mysteriöse Phänomen lässt sich ganz rational erklären. Hoffentlich. Genau. So, nun sind wir hier. Sieht ja eigentlich ganz nice aus. Das müsste der Ort sein, von dem der Alte gesprochen hat. Von hier aus hat mein Vater also seine Expeditionen gestartet. Vielleicht finde ich hier ja eine Erklärung, wie die Ereignisse der Vergangenheit mit der Entführung meines Vaters zusammenhängen. Vielleicht. Lesen wir erstmal ein bisschen im Tagebuch. Die verbotene Zone. Tunguska-Region. Dem alten Ewenken geht es wieder besser. Er berichtet von seinem Sohn, der trotz eindrücklicher Warnung in die Region der Absturzstelle ging und ein seltsames Bruchstück fand und für immer verschwand. Und er berichtet von Ninas Vater, der nicht auf seine Warnung hören wollte. Perez musste teuer dafür bezahlen. Auch Nina wird von ihm gewarnt. Aber soll sie jetzt noch umkehren? So kurz vor dem Ziel? Nein, naturellement. Ein Fenster und eine Tür. Also reinkommen wir schon mal, das ist gut. Wie sieht's denn hier aus? Ein Lappen. Lappen ist gut. Ein Lappen. Alter Lumpen. Na, gib her. Lappen ist immer gut. So, ein Lappen. Ein Kompass. Oh. Passiert nichts. Es soll wohl ein Rätsel sein, ne? Ein kleiner Metallstift. Ostseite, Südseite, Westseite. Okay. Das scheint ein Minispiel zu werden, aber irgendwie kann ich noch nichts mit anfangen. Eine Scherbe. Ich überlege gerade, ob eine Scherbe eigentlich immer kaputt ist oder ob es auch heile Scherben gibt. Ich werde die Frage mal meinem ehemaligen Philosophieprofessor stellen. Ist eine interessante Frage. Nein, ist es eigentlich nicht, aber ist witzig. So, was haben wir hier? Ein Kamin haben wir noch, aber sonst liegt hier erstmal nichts weiter rum. Kamin. Nichts Besonderes zu erkennen, ist aber auch stockdunkel. Ja, ich kann ja mit dem Handy mal reinleuchten. Achso, das gab's damals noch nicht, okay. Hat allen möglichen Schnickschnack. Nur keine... Oh, gar nicht gesehen. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Okay, ich wollte eigentlich sagen, keine Taschenlampe. Ohne Strom funktioniert der nicht. Und wir haben keinen Strom, ja? Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Komm, wir haben noch einen Lappen, wir können doch hier ein bisschen putzen. Innen sind die Fenster halbwegs sauber. Okay, putzen wir eben draußen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber putz jetzt mal die Fenster. So. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Soll ich jetzt vielleicht noch Essen kochen? Womit denn? Ist noch nichts drin. Also sie hat ein Segment hat sie sauber gemacht.
Durch das einfallende Sonnenlicht sieht die Hütte zumindest ein bisschen freundlicher aus. Ja. Okay, habe ich hier noch irgendwas? Ein Sumpf. Ich sollte besser aufpassen, wo ich hintrete. Ein falscher Schritt könnte mein letzter sein. Da ist was dran. So, es geht auch hinter die Hütte. Okay. Ein Weg. Aha. Holzbalken. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Na siehste, da haben wir's doch. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Ein Schlauch. Tankwagen. Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Der Zahn der Zeit hat kräftig daran genagt. Große Risse oder Löcher sind aber keine zu sehen. Dann nehmen wir mit. Da wir hier einen Tankwagen haben, ne? Ein alter Trinkwassertank. Ach, Trinkwasser. Okay, ja gut. Nee, das können wir natürlich nicht brauchen. Eine Petroleumlampe. Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Mitnehmen. Hallo? Damit können wir den Kamin ausleuchten. Generator, was war das? Spule? Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Das hast du gut erkannt. Ach, da geht's sogar noch weiter. Aber pass auf, wo du hintrittst. Ein falscher Schritt könnte dein letzter sein. Ein Fluss. Das muss ein Nebenarm der steinigen Tunguska sein. Der Fluss kann ja eigentlich nichts dafür, aber ich fange an, den Namen Tunguska zu hassen. Da geht's noch weiter, mein Gott. Wow, was für ein Monstrum. Ich frag mich nur, wie der hierher gekommen ist. Eine Felge. Wow. Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Nur 2 kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Warum klaust du 2 kleine Muttern? Eine Mutter. Eine Mutter. Nein, das macht 2. Wow, was für ein Monster. Macht 2 Mutter. Ein Tank. Ah. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Ja, aber ich habe nichts. Vielleicht hiermit? Ja, das dachte ich mir schon. Kann ich das dann vielleicht hier reinpacken? Die Diesel? Also irgendwie. Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Nastarovie. Oh, jetzt trinkt sie das wirklich. Ups, ich bin wohl etwas außer Übung. Aber diese Säufer. So, jetzt haben wir Flasche mit Diesel. Der Rest von dem Diesel aus dem alten LKW. Cool. Was haben wir denn da? Auf dem weg. Das muss die Forschungsstation sein, zu der die Transsib eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Ja, aber ich wollte mich erst ein bisschen umgucken. Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Die Anlage wirkt wie aus einem Science-Fiction-Film. Kaum vorstellbar, dass sie schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben soll. Ob ich wohl jemals hinter ihr Geheimnis kommen werde? Tja, wer weiß. Gibt's denn irgendwas? Nö. Auch. So, mein lieber Generator, wir haben hier ein bisschen Sprit für dich. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Sehr gut. Na dann.